Oh, und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Es geht direkt weiter hier mit unserem munteren Dachdecker-Arbeiten. Und das wird schneller fertig sein, als uns lieb ist. Ich glaube sogar, dass wir das in dieser Folge eigentlich hinkriegen müssten. Weil einmal so eine Runde rum hier dauert ein, zwei Minütchen. Und das wird ja dann nach innen hin immer weniger, was wir machen müssen. Deswegen, das ist so ein bisschen wie Rasenmähen. Man sieht, was man gemacht hat. Allerdings merkt man am Ende des Tages auch, was man geschafft hat. Wie gesagt, sollte es nicht reichen, holen wir uns einfach noch ein paar Cobblestones, schmeißen die in den Ofen rein und produzieren daraus wieder die normalen Steine. Aber wir haben ja noch genug dabei, das reicht eigentlich. Auf jeden Fall. Also 100% reicht das. Das sage ich mit so einer affenmäßigen Sicherheit. Das glaubt er gar nicht. So überzeugt war ich noch nie von mir selber. Ja, wie gesagt, das wird ja nach innen hin dann immer weniger. Und da reichen die, die wir jetzt mitgenommen haben, auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, wir machen das jetzt mal so hier. Läuft der Hase nämlich schon. Jojo, ah ja, es ist schon. Ist schon noch ein Stückchen, was wir machen müssen, aber wie gesagt, bin ich ja überzeugt davon, dass unsere Steine reichen werden und ich bin auch überzeugt davon, dass wir das in dieser Folge fertig kriegen werden. Auf jeden Fall. Hammermäßig. So könnte es eigentlich immer laufen, ey. Da wäre so ein Hotel ja schnurstracks gebaut. Ich meine, erst mit der Wolle hat ja anfangs alles noch ein bisschen länger gedauert. Das ist ja klar, die mussten wir uns ja erstmal beschaffen. Aber jetzt, wo wir unsere Rohstoffe hier haben, ha, da läuft das natürlich schon mal doch ein bisschen sportlicher hier voran. Da können wir in einer Folge mal schnell so ein Dach zementieren. Extravagant. So, ich hoffe, dass ich mich jetzt doch nicht verkalkuliert habe. Nee, es müsste reichen. Das reicht eigentlich schon auf jeden Fall. Also da habe ich jetzt gar keine Bedenken oder so. Ne? Weil jetzt haben wir ja hier die Ausleger schon. Jetzt müssen wir nur noch das kleine Stückchen hier machen. Oh, das kleine Stückchen hier. Aber wie gesagt, wie beim Rasenmähen. Es wird nach innen immer weniger. Und wir sehen, was wir geschafft haben. Und dann reicht das alle Male. Und wenn ich mich wirklich verschätzt habe, na dann machen wir halt neue. Ich sag's immer wieder. Weil das ist jetzt nicht so aufwendig wie Wolle, dass wir erst wieder warten müssen und dann wir die Schafe schnippeln müssen. Nö, wir nehmen uns einfach ein bisschen Cobblestone aus unseren Kisten, wovon wir ja wirklich genug da haben. Und schmeißen das in den Ofen. Und die Produktion geht dann auch relativ zügig. Also mit der Wolle, das hat definitiv länger gedauert. Das kann ich sagen. So, langsam wird es überschaubar. Ich sag ja, bin safe diese Folge fertig damit hier. Sofern meine Vorräte reichen. Aber da habe ich keinen Zweifel mehr. Das wird jetzt immer weniger. Und dann haben wir ja bloß noch 5 oder 6 Zeilen zu machen und dann reicht das. Aber sowas von dicke. Ja. Es lässt sich schon machen, ne? Aber wie gesagt, wir sind ja gleich durch. Gib mir noch 2 Minuten für den Mist hier.
Ist zwar kurz ein bisschen monoton, aber es nimmt ja wie gesagt nur einen Teil dieser Folge ein und dann war es das ja auch schon wieder. Dann gucken wir, jetzt haben wir noch zwei Zeilen und da geht unsere Spekulation vom Anfang ja sowas von auf. Und das ist ja gerade so wie dafür gemacht, als ob wir jetzt genau in der Mitte fertig wären hier mit der Leiter. Ist ja nobel. Ist ja mal sowas von nobel. Und wie gesagt, wir haben es diese Folge geschafft. Und noch wichtiger ist, dass auch unsere Steine dafür noch gereicht haben. So, und da würde ich jetzt sagen, gehe ich jetzt hier nämlich ganz entspannt die Leiter runter. Gucken wir das bloß nochmal kurz von oben an. Das kann man echt so lassen. Gehe ich jetzt hier ganz entspannt nach unten, besser gesagt nochmal kurz nach oben und mache diesen einen hier erstmal noch hin und dann den mache ich von unten. Dann bräuchten wir theoretisch einen Wolleblock oder wir lassen einfach die Leiter so noch da, weil hier müssten wir jetzt theoretisch mit einem Wolleblock zumachen, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das Dach ist zu 99,9% fertig. Wie gesagt, von unten sieht man das jetzt eh nicht, dass da oben Beton ist. Und wenn man von oben drauf guckt, sieht das jetzt nicht mal so blöd aus, finde ich. Ich laufe jetzt nochmal kurz hier rüber auf den Berg, gucke mir das Ganze nochmal von oben an, das Werk. Und dann können wir uns wieder auf andere Sachen fixieren. Ne, das geht voll klar. Das hat noch nicht mal irgendwas von wegen so jetzt gewollt und nicht gekonnt, sondern es hat tatsächlich sogar noch ein bisschen was meiner Meinung nach von das muss so sein, das ist Architektur vom Allerfeinsten. Das sieht cool aus. Die Ecken von dem Hotel hätte ich gerne noch in anderem Material. Da muss ich mir aber noch überlegen, was ich dazu nehme. Ja, und dann können wir an die Einrichtung gehen. Und das wird natürlich dann nochmal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil da brauchen wir nämlich auch wieder Betten. Da brauchen wir natürlich auch wieder Wolle. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt erst im 930-940er Bereich sind. Weil da haben wir nämlich noch 60 Folgen Zeit bis zur 1000, so übertrieben gesagt, und kriegen das Hotel da bis dahin locker noch fertig. Was wir jetzt bräuchten, wäre Wolle, aber die haben wir ja jetzt nicht hier. Was ich jetzt eigentlich überhaupt hier wollte, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall das Zeug erstmal wieder in die Kisten schmeißen und gegebenenfalls natürlich dennoch 5, 6, 7, 8, du kommst wieder da oben rein und ihr kommt natürlich hier unten rein, das ist klar. So, weil das müssen wir ein bisschen voneinander distanzieren und da brauchen wir noch 64 mal Kohle. Das ist immer gut, dass wir davon noch genug da haben und da können wir nämlich schon mal den nächsten Ofenprozess starten und hier Bruchstein zu richtigem Stein verarbeiten. So, zack, 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 zack. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, schmeiß die Spitzhacke in den Ofen. Verfeuer das Ding, ist ja nur Diamant. So, okay, und das geht eigentlich relativ schnell. Wunderbar. So, Fackeln brauche ich jetzt gerade nicht. Was ich, wie gesagt, gerne gemacht hätte, ist einmal Wolle mitzunehmen und einen Stein. Dass ich wenigstens diese Stelle da oben noch zuflicken kann. Was jetzt nicht so wahnsinnig notwendig wäre. Aber hey. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Wolle da habe. Sonst, ich habe jetzt gerade gar keine Schere mitgenommen. Muss ich halt mal ein Schaf so mit der Hand umboxen. Kommt ja schließlich auch Wolle raus. Ah, er ist noch da. Und einmal können wir uns da schon mal mopsen. Eine Schere wäre da notfalls auch noch drin gewesen. Alles kein Akt der Verzweiflung. Ich denke nur manchmal nicht nach, was habe ich noch alles da und was nicht. Apropos, was ich da habe und was nicht. Ich hätte mir die Erde mitnehmen wollen, sollen, können, tun, weil ich wollte das eigentlich hier noch zumachen. Naja, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt mal wenigstens noch ins Hotel rein. Und dann hängen wir noch ein paar Folgchen hier dran in dieser Session und dann sehen wir uns auch hoffentlich gleich wieder. Ciao, ciao!